Hallo und willkommen. Als allererstes möchte ich mich bei Annie Blum bedanken, dass ich mitmachen durfte bei dieser Kooperation. Und heute mache ich für euch Low Carb Brotschnitten. Ich sage mal Brotschnitten. Vielleicht fällt euch was anderes dazu ein, aber es ist etwas ganz Tolles und es wird auch sehr, sehr schnell zubereitet und im Grunde in der Mikrowelle gebacken, in Anführungsstrichen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das zubereitet habe. Da ich leider kein Leinsamenmehl hatte, habe ich welche gemörsert. Und das seht ihr hier. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, alle Mengenangaben, Zutaten findet ihr in der Infobox unter dem Video. Was ich hier mache, ich vermenge die trockenen Substanzen, das sind einmal die Leinsamen, das Kastanienmehl, Salz und Backpulver. Dann gebe ich noch das ganze Ei dazu. Die Milch und ein klein wenig Öl. Und das alles verrühre ich mit einer Gabel zu einer sehr zähen und fast festen Masse. Zur Not könnt ihr natürlich noch ein klein bisschen Milch dazu geben, um das ein bisschen pastenartiger hinzukriegen. Als nächstes nehme ich einen flachen Teller und öle ihn ein bisschen ein, ganz wenig, und dann streiche ich diese Masse da drauf, ganz dünn, in welcher Form ihr wollt. Ich mache sie jetzt in so eine Art Knäckebrotform und somit ist sie fertig für die Mikrowelle. Meine Mikrowelle hat 750 Watt, das reicht für etwa 2 Minuten und gleich ist das Brot fertig. Noch ganz heiß nehme ich es vom Teller und lege es auf mein Schneidebrett und ihr könnt gleich sehen, wie schön weich das Brot ist. Ihr könnt natürlich auch hingehen und verschiedene Keksausstecher oder Formausstecher nehmen und zum Beispiel runde kleine Brote ausschneiden, so wie ich das hier mache, oder je nachdem, welche Form ihr möchtet. Ganz wichtig ist, dass ihr das wirklich dünn auf den Teller streicht. Ansonsten, wenn es dicker wird, wird es hart und das schmeckt dann nicht so gut. Und hier hatte ich noch eine kleine Kostprobe und es war wirklich super lecker, muss ich zugeben, wirklich toll. Schaut bitte das Video zu Ende an, denn am Ende habt ihr noch Informationen, wie es weitergeht. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss! Und hier habt ihr noch einmal alle Teilnehmer, die an dieser Kooperation mitmachen. Ihr könnt euch die vorherigen Videos anschauen, indem ihr einfach auf die Bildchen klickt, also von Montag bis Mittwoch. Und morgen ist Kuchenfee dran mit was ganz Leckerem. Bis dann, tschüss!